Moodle ist ja vielen Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern ein Begriff, aber es gibt eine ganze Reihe von anderen Anwendungen, die man auch gut zum Lehren und Lernen nutzen kann. Ja, in diesem Video werfen wir einen etwas genaueren Blick auf Lernmanagementsysteme und andererseits Anwendungen, die nicht als LMS entwickelt wurden, sich aber trotzdem zum Einsatz in Lernprozessen eignen. Und ganz konkret schauen wir uns da drei Lernumgebungen an. Das eine ist ein klassisches Lernmanagementsystem, nämlich Talent LMS. Das zweite ist eigentlich eine Planungs-App, nämlich Trello. Und das dritte ist eine Lösung, die ganz speziell für die Erwachsenenbildung entwickelt worden ist und sehr viele Funktionalitäten unter einem Dach vereint. Und zwar ist das die VHS Cloud. Und sie alle drei kann man mit etwas unterschiedlichen Funktionen, aber sehr gut zum Lernen und Lernen nutzen. Schauen wir uns gleich das erste Talent LMS an. Lernmanagementsysteme gibt es ja viele. Wir haben Talent LMS ausgewählt, weil es einerseits eine umfangreiche, kostenlose Basisversion bietet, die man gut zum Ausprobieren nutzen kann, wenn man zum Beispiel mit einer kleineren Gruppe arbeitet und das einmal testen möchte. Und zum anderen ist es wirklich sehr einfach und intuitiv zu bedienen, hat aber gleichzeitig umfangreiche Funktionen. Die deutsche Version von Talent LMS ist unter de.talentlms.com verfügbar. Hier muss man sich zunächst durch Klick auf Gratis starten, registrieren und kann dabei eine eigene Domain anlegen. Zum Beispiel habe ich mich hier als EpiMOOC Plus angemeldet und meine Domain lautet epimoocplus.talentlms.com. Ich bin gegenwärtig als Administrator angemeldet und heiße ePlus. Auf der Startseite habe ich eine Übersicht über verschiedene Funktionen. Zum Beispiel kann ich Nutzerinnen und Kurse hinzufügen, Berichte abrufen oder Zertifikate ausstellen. Schauen wir uns mal die Kursseite an. Hier habe ich schon einen Testkurs angelegt und die wichtigsten Informationen bereits eingegeben. Wenn ich auf die Seite Nutzer gehe, sehe ich, wer bei diesem Kurs dabei ist. In diesem Fall gibt es eine Teilnehmerin und eine Trainerin. Ich selbst bin auch als Trainerin angemeldet, nur dann kann ich nämlich selbst den Kursinhalt bearbeiten. Das mache ich, indem ich auf der Kursseite auf Zum Kursinhalt gehen klicke. Hier kann ich Einheiten hinzufügen und den Weg durch den Kurs festlegen. Das Hinzufügen funktioniert ganz einfach mit Hinzufügen. Dort kann ich auswählen, ob ich einen Inhalt, Webinhalt, Video, Audio, Präsentation, Dokument oder sonstige Inhalte hinzufügen möchte. Wir haben hier schon einmal ein paar Bausteine zum Testen angelegt. Dazu gehören ein Textinhalt, ein eingebettetes Video mit Quizfrage und eine Aufgabe, bei der die Teilnehmerinnen etwas schreiben oder hochladen sollen. Es gibt natürlich auch noch mehr Inhaltstypen, die man unter Hinzufügen auswählen kann. Bei Regeln und Weg kann ich definieren, welche Einheiten die Teilnehmerinnen für einen positiven Abschluss absolvieren müssen. Und bei Berichte sehe ich, wer schon wie viel abgeschlossen hat. Ich kann mir das auch pro Nutzerin anzeigen lassen. Mit einem Trainerinnen-Account sieht die Benutzeroberfläche für mich so aus. Ich habe nicht so umfangreiche Rechte wie Administratorinnen, kann aber Kurse hinzufügen oder auch Gruppen erstellen. Zum Beispiel für eine Gruppe von Teilnehmerinnen, die denselben Kurs absolvieren sollen. Ich kann virtuelle Konferenzen mit anderen Nutzerinnen abhalten. Im kostenlosen Modell maximal 3 Konferenzen. Ich kann eine Diskussion beginnen oder Termine in den Kalender eintragen. Bei Zuordnungen kann ich Antworten von Teilnehmerinnen überprüfen und bewerten. Als Teilnehmerin sieht das Backend für mich dann so aus. In der Mitte sehe ich meinen laufenden Kurs. Die Anzeige zeigt mir, zu wie viel Prozent ich ihn bereits absolviert habe und wie lange ich noch dafür Zeit habe. Rechts kann ich unter anderem einer Gruppe beitreten, an einer Diskussion teilnehmen oder Termine im Kalender anzeigen lassen. Ganz oben kann ich meine eigenen Informationen bearbeiten oder Nachrichten an Trainerinnen und andere Kursteilnehmerinnen senden. Ja, wer noch mehr wissen möchte, findet im YouTube-Kanal von Talent LMS weitere Videos auf Englisch. Und immer wenn man einen neuen Account anlegt, gibt es auch eine Tutorial-Funktion, die durchs Tool durchführt.
Ja, danke für diesen guten Überblick über Talent LMS. Das Lernmanagementsystem Talent LMS eignet sich also wirklich gut für kleine Gruppen in der Erwachsenenbildung, in denen sehr strukturiert gearbeitet werden soll. Also wenn ich zum Beispiel einen ganzen Kurs strukturiert vorbereiten möchte und dann auch noch mitverfolgen möchte, welche Teile die Teilnehmerinnen schon bearbeitet haben und welche nicht, dann bin ich mit diesem Lernmanagementsystem gut bedient. Ja, zu sagen ist auch noch, dass die Basisversion bis zu 5 Userinnen und 10 Kurse zulässt und darüber hinaus wird es dann kostenpflichtig. Mhm. Das ist ein wesentlicher Aspekt und ich brauche ja vielleicht nicht alle Elemente eines vollständigen Lernmanagementsystems. Das heißt, ich kann ja vielleicht auch mit einer anderen Anwendung auskommen, die nicht als LMS konzipiert ist. Und so eine andere Anwendung wäre beispielsweise das Planungstool Trello, das wir Ihnen als nächstes vorstellen möchten, weil es wirklich mit ein paar Anpassungen gut als Lernumgebung einsetzbar ist. Ja, warum zeigen wir jetzt genau dieses Tool als Beispiel? Zunächst einmal bietet es eine umfangreiche Gratisversion, hat eine gewisse Grundstruktur, ist übersichtlich, gleichzeitig aber sehr flexibel. Auch die Teilnehmerinnen können ganz viel mitgestalten, das wird oft sehr motivierend empfunden. Trello hat aber gleichzeitig nicht alle Funktionen eines klassischen LMS. Trello gibt es als App, Desktop-App und Browser-Version. Auf trello.com kann man sich ganz einfach und kostenlos registrieren. Die zentralen Elemente in Trello sind Boards mit Listen und Karten. Die Karten können zwischen den verschiedenen Listen verschoben werden. In den Karten kann man Checklisten, Anhänge oder Termine ergänzen. Damit kann man einerseits gut für sich selbst Lerneinheiten vorbereiten und sich organisieren. Andererseits kann man es direkt im Kurs als Lernumgebung einsetzen. Ich möchte nun beispielsweise ein Trello-Board für einen Testkurs anlegen. Es soll dabei möglich sein, den Teilnehmerinnen Informationen in Text- und Videoform zur Verfügung zu stellen. Sie sollen kommunizieren und Aufgaben erfüllen können. Wenn ich mich das erste Mal in Trello einlogge, hilft mir ein Assistent beim Anlegen meines ersten Boards. Ich kann gleich einen Namen dafür vergeben und mir im nächsten Schritt überlegen, wie ich das Board in Listen strukturieren möchte. Zum Beispiel möchte ich hier eine Liste mit zentralen Infos zum gesamten Kurs anlegen. Danach möchte ich für die erste Einheit eine Liste mit Inhalten und eine mit Aufgaben erstellen. Ich kann auch gleich Karten hinzufügen. Passend wäre hier zum Beispiel eine Karte für die Kurstermine, eine Karte mit wichtigen Dateien und eine Karte für aktuelle Ankündigungen. Dann kann ich auch gleich Checklistenelemente zur Karte Kurstermine hinzufügen, zum Beispiel den Termin der ersten Einheit. Nun kann ich weiter an meinem Board arbeiten. Ich sehe hier bereits, dass alle Infos aus dem Assistenten direkt in mein erstes Trello-Board übernommen wurden. So sieht mein erstes Trello-Board aus. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Man kann das Board, die Listen und die Karten natürlich auch ganz anders gestalten. Trello erlaubt hier sehr viel Flexibilität. Man kann auch jederzeit neue Listen hinzufügen oder neue Karten zu den Listen hinzufügen und bestehende Elemente durch Klick bearbeiten oder archivieren. Für die einzelnen Karten kann man Labels oder Farbcodes hinzufügen, Fristen vergeben und so weiter. Standardmäßig ist mein Trello-Board privat eingestellt. Wie sieht das jetzt aus, wenn mehrere Personen an einem Trello-Board arbeiten sollen? Ich habe verschiedene Möglichkeiten, andere Personen zu meinem Board hinzuzufügen. Entweder ich erstelle ein Team und füge andere Personen zu meinem Team hinzu. Oder ich stelle die Sichtbarkeit des Boards auf öffentlich bzw. auf Team. Oder ich lade andere Personen einzeln per Mail oder mit Link zu meinem Board ein. Achtung, in Trello gibt es wenig Möglichkeiten, zwischen verschiedenen Rollen zu differenzieren. Das heißt, prinzipiell kann entweder jede und jeder, den ich einlade, Listen und Karten hinzufügen oder entfernen oder gar niemand. Wenn ich möchte, dass Teilnehmerinnen nur bestimmte Bereiche bearbeiten, muss ich das über eine Beschreibung in einer Karte lösen. Rechts oben befindet sich ein Menü,
indem ich verschiedene Optionen habe, die Infos zum Trello-Board zu bearbeiten, den Hintergrund zu verändern und so weiter. Unter dem Punkt Mehr verbirgt sich auch eine sehr praktische Möglichkeit, nämlich Inhalte per E-Mail direkt an ein Trello-Board zu senden. Hier habe ich zum Beispiel definiert, dass E-Mails an diese Adresse direkt als Karte in der Liste Aufgaben erste Einheit angezeigt werden. So kann ich selbst oder meine Teilnehmerinnen Inhalte per E-Mail an das Trello-Board senden und diese werden dann als Karten angezeigt. Soweit also ein ganz kurzer Überblick über die grundlegenden Funktionen in Trello. Wie man es für Bildungszwecke nutzen kann, zeigt Nicole Bauch im Webinar Digitale Lernumgebungen für die Erwachsenenbildungspraxis. Für alle, die ein Beispiel ansehen möchten, wie man Trello nutzen kann, gibt es unter dieser URL ein Board mit nützlichen Inhalten rund um Trello. Vielen Dank dafür an Nicole Bauch und Fräulein Flo. Ja, Trello ist also eine interessante Lösung für alle, die mit einer kostenlosen digitalen Lernumgebung arbeiten möchten und nicht die vollen Funktionalitäten eines LMS brauchen. Es ermöglicht eine gewisse Strukturierung, es ermöglicht viel Flexibilität und vor allem ist es ein geschlossener Raum für die Teilnehmenden. Ganz genau. Eine Lernumgebung haben wir jetzt noch vorbereitet und möchten wir gern vorstellen. Diese wurde speziell für die Erwachsenenbildung entwickelt, nämlich die VHS Cloud. Die VHS Cloud ist eine verbandsspezifische Lösung, die in Deutschland speziell für die Erwachsenenbildung entwickelt wurde. Sie steht Lehrenden aus deutschen Volkshochschulen zur Verfügung. Wir stellen sie jetzt aus zwei Gründen vor. Es ist nämlich einerseits geplant, sie in Kürze in einer Erprobungsphase auch in Österreich einzusetzen und zweitens ist es eine Lernumgebung, die wirklich viele Funktionen und Tools in sich vereint und sich so wirklich gut für die Erwachsenenbildung eignet. Die VHS Cloud ist das Online-Netzwerk für Volkshochschulen und eine gemeinsame digitale Lern- und Arbeitsumgebung. Sie ist für Mitarbeiterinnen, Kursleiterinnen und Teilnehmerinnen an deutschen Volkshochschulen zugänglich. Die VHS Cloud bietet zahlreiche Funktionen für Lehr- und Lernszenarien, zum Beispiel Aufgaben, Kollaboration, Lernplan, Lernbausteine, Lerntagebuch, Lernerfolgskontrolle oder Webinar. Für interne Kommunikation sind Funktionen wie Messenger, Mitteilungen, Umfragen, Forum, Dateiablage, Mail-Service oder Konferenz enthalten. Werfen wir nun einen kurzen Blick in die VHS Cloud. Wir befinden uns nun am Schreibtisch eines pädagogischen Mitarbeiters. Unter Volkshochschule sehen wir eine Übersicht über wichtige Informationen. Diese Person ist beispielsweise Mitglied in verschiedenen Gruppen und nutzt dort jeweils unterschiedliche Funktionen zum Kommunizieren, zum Organisieren bzw. zur Materialablage. Als nächstes blicken wir mit einem Demo-Kursleiterinnen-Account in die Cloud. Die Kursleiterin hat in der Übersicht nicht nur Gruppen, sondern auch Kurse, die sie leitet. Im Kurs nutzt sie verschiedene Funktionen, zum Beispiel eine Mitgliederliste mit einem datensicheren Gruppenmessenger, eine Umfrage zur Terminfindung, ein Formular mit einem Fragebogen zum Kurs und hier unten auch ein Forum mit einer Diskussion zum Kurs. Nun werfen wir einen Blick in den Account einer Teilnehmerin. Diese haben keinen Zugriff auf das Netzwerk und die Medien, sehen aber in der Übersicht die Kurse, für die sie eingeschrieben sind. Darin können sie wiederum verschiedene Funktionen nutzen, zum Beispiel den Messenger, Umfragen, Formulare oder auch das Forum. So, das war ein kleiner Überblick über Talent LMS, Trello und die VHS Cloud als Beispiele für soziale Lernumgebungen im digitalen Raum. Natürlich gibt es dann auch noch viele andere Beispiele. Social Media Gruppen, Messenger Apps, Office Anwendungen oder man könnte auch sagen, man arbeitet ganz ohne fixes Lernmanagementsystem oder Lernumgebung und kombiniert einfach lose verschiedene Tools, zum Beispiel in Form einer E-Mail-Challenge. Was Sie konkret auswählen, wird sich nach Ihren Bedürfnissen richten. Zum Auswählen einer geeigneten Anwendung im Sinne eines Lernmanagementsystems gibt es einen sehr guten Artikel am Portal WBWeb,
Es geht dabei um Lernmanagementsysteme und es sind dort ganz konkrete Tipps enthalten, nach denen man ein geeignetes Lernmanagementsystem auswählen kann. Ja, am besten machen Sie sich gleich ans Ausprobieren und Auswählen. Wir hoffen, Sie haben viel Spaß dabei.